Auch Demenzkranke können zum Beispiel Opern- oder Museumsbesuche genießen. Und genau das ermöglicht seit Jahren der Stuttgarter Verein Rosenresli, vor allem mit Hilfe von Spenden und staatlichen Zuschüssen. Damit konnte der Verein jetzt mit einer Gruppe Demenzkranker erstmals auch das Museum Frieder Burda in Baden-Baden besuchen. Christina Kist über ein berührendes Stück Kunst und Lebensfreude. Sieht aus, wie wenn es ein Spiegelbild wäre. Menschen mit einer Demenzerkrankung erleben Kunst. Eine Führung im Museum Frieder Burda in Baden-Baden. Es gibt viele Details zu entdecken. Was ist denn da auf dem Bild? Wie wenn es Finger wäre, Hand. Verbrannte Finger, gell? Mhm. 1, 2, 3, 4. Ja. Ist es schön hier? Ja, wunderschön. Sonst wären wir nicht gekommen. Mögen Sie Kerzen? Ja, sehr. Ich habe viel Kerzen. Naja, ohne Kerzen im Winter geht nicht. Bilder wecken Erinnerungen und Gefühle. Es sind Betreuer dabei, auch für den Fall, dass Ängste hochkommen. Doch hier sind es Glücksgefühle. Die Stimmung ist wunderschön. Ja. Georg Junkamp-Strese hat eine seltene Form von Alzheimer und kommt im Alltag zurecht. Gemeinsam mit seiner Frau genießt er die Kunst. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Zugang ist, der noch lange möglich ist, ja, weil er ist nicht leistungsorientiert, ich muss nicht was leisten. Ich kann meine Gedanken frei schweben lassen, auch wenn sie noch so für den Gesunden womöglich so abstrus wirken. Ja. Organisiert hat den Museumsbesuch Hans-Robert Schlecht vom Stuttgarter Verein Rosenresli gemeinsam mit seinem Sohn. Seit 10 Jahren kümmern wir uns um Kultur für Menschen mit Demenz. Auch wir sind Betroffene. Meine Mutter hatte Demenz. Florian Oliver Schlecht und sein Vater wollen Menschen mit Demenz aus der Isolation holen, mitten rein in die Gesellschaft. Wir haben nur Angst vor denen, dass sie sich schlecht benehmen, daneben benehmen. Man schämt sich und was weiß ich was alles, ist unnötig. Die beiden wollen ein landesweites Netzwerk aufbauen, um noch mehr Demenzkranke in Kontakt mit Kultur zu bringen.